Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen im ICE 843 nach Stuttgart Hauptbahnhof und damit zugleich natürlich auch in Transom World 3. Die Reise führt uns heute von Bochum nach Duisburg und zwar mit einem wunderschönen ICE 1, auch bekannt als Baureihe 401. Und wir stehen hier am Bahnhof von Bochum und sollten zu guter Anfang erstmal den Zug vorbereiten und natürlich unsere lieben Fahrgäste einsteigen lassen. Und genau das werden wir auch direkt tun. Wir setzen uns in den Führerstand, geben die Türen in Fahrtrichtung links frei, nachdem wir erstmal den Triebkopf aktiviert haben. Und um das zu machen, verlegen wir den Fahrtrichtungswender einfach in die M- bzw. V-Position und aktivieren damit den Fahrstand. So, der Zug sagt ein bisschen Zugbeeinflussung, das ist auch vollkommen normal. Den Türöffner oder Türwahlschalter verlegen wir nach links und öffnen damit die Türen in Fahrtrichtung links. Außerdem leuchtet vorne noch ein Zugschlusssignal, das wollen wir so auch nicht. Und dazu aktivieren wir einmal die Front- bzw. Instrumentenbeleuchtung hier drin. Und damit hätten wir das dann auch geschafft. So, aufblenden brauchen wir nicht, das ist okay, das reicht so, normale Beleuchtung. Also einmal mit Abblendlicht dann bitte. Wobei, das können wir noch separat einstellen. Die Fahrgäste steigen ein. Unsere Abfahrtszeit haben wir eigentlich auch gleich schon erreicht. Wir haben es 7.30 Uhr am Morgen und damit brettern wir heute einmal mit dem ICE 1 über die Hauptstrecke Rhein-Ruhr, nämlich zwischen Bochum und Duisburg. Gut, die Fahrgäste hüpfen rein. Die Beleuchtung hinten im Zug ist hoffentlich auch schon eingeschaltet, indem die Zugsammelschiene aktiviert ist. Da hier vorne auch kein ZS leuchtet, sollte das mittlerweile der Fall sein. Stromnehmer ist gehoben, Hauptschalter ist eingeschaltet bei beiden Triebköpfen. Und was mir noch fehlt, das ist ganz klar das Zugsicherungssystem, nämlich die PZB. Die LZB können wir natürlich auch noch einschalten, werden wir hier aber jetzt nicht mit benötigen. Zugsicherungssystem haben wir hier unten angebracht, Indusi-Störschalter, den einmal drücken, damit der Störmodus aufgehalten ist oder aufgehoben. Und die LZB haben wir hier auch aktiviert. Das passt wunderbar. So, die AFB wollen wir einschalten. Wir gehen damit auf V-Soll-Freigabe und aktivieren sie. Dann sind wir eigentlich hier am Rückpanel soweit fertig. Triebkopf 1 ist eingeschaltet. Sollte eigentlich auch leuchten hier. Beziehungsweise halt nicht ausgeschaltet. Und dann können wir eigentlich los. Genau, SBB-Stromnehmer haben wir gar nicht auf dem Dach drauf. Von daher brauchen wir den eher nicht vorselektieren. Führerraumbeleuchtung. Führerraumwechsel ist das ja. Das wollten wir. Oh. Jetzt ist die Frage, ob er den Wechsel aktiviert hat. Hehe, gute Frage. Müssen wir gleich mal gucken. Ich hoffe, dass wir jetzt Leistung freigeben können. Auf jeden Fall. Die Türen können wir wieder zumachen. Schließbefehl geht raus. Unser Zugchef hat auch schon gesagt, dass wir abfahren dürfen. Da haben wir schon unser ZP9 bekommen. Dann können wir eigentlich die Bremsen noch aufsperren. Das wäre ganz gut. Eine AFBV-Sollgeschwindigkeit vorwählen. Leistung vortasten. So, und dann Zugkraft freigeben. Genau. So, damit er sich nicht verschluckt, geben wir hier etwas mehr Zugkraft rein. Nicht wundern, der Zug wird jetzt auch keinen Satz nach vorne machen oder so. Das ist ganz normal beim ICE 1, dass man da eben etwas mehr Zugkraft vorwählen muss. Und dann kommt er hier auch, ich sag mal, ganz gut aus dem Knick. So, wir dürfen direkt ausfahren. Wir sind hier auf dem durchgehenden Hauptgleis, haben freie Fahrt und dürfen mit einer Streckenhöchstgeschwindigkeit von bis zu 120 km pro Stunde übers Gleis brettern. Deswegen stellen wir das auch hier direkt ein und ganz wichtig, wir befreien uns natürlich aus dem PZB-Startprogramm. So. Und die AFB hätte ich ganz gerne noch auf 120 eingestellt. Jetzt passt's. So, jetzt haben wir sogar ein bisschen viel Zugkraft gerade schon vorgewählt, aber der Zug kommt ganz gut aus dem Knick. Er beschleunigt schön moderat. Wir haben auch kein Schleudern oder irgendwas, was wir hier in den Drehgestellen bemerken. Kurz per Lichttube den Kollegen grüßen. Und dann geht's weiter. Ja, Zwischenhalt haben wir eigentlich heute keinen. Unser
Na, wobei doch Essen. In Essen halten wir noch an und dann geht es eigentlich nonstop nach Duisburg durch. 160 dürfen wir auch gerade fahren. Aber allzu lang wird sich der Streckenabschnitt nicht auf 160 halten. Ich glaube, da geht es dann schnell wieder runter auf 140 oder so. Also die 160 sind jetzt hier mal eine kleine Ausnahme. Aber da können wir den ICE einmal so, naja, zumindest an die Grenzen heranführen. Die Grenze ist dann noch längst nicht erreicht. Mit dem ICE 1 können wir immerhin bis zu 280 km pro Stunde fahren. Im Regelbetrieb zumindest. Und ja, wenn wir da ein paar Wagen weniger dran hätten und wir meinetwegen auch eine Messfahrt oder irgendwas machen würden, dann wäre der ICE 1 auch zu deutlich mehr fähig. Aber wir fahren... Oh! Wir fahren keine Messfahrt. Da ist uns hier gerade ein Signal ausgefallen. Genau, halt erwarten. Da es sowieso ein Blocksignal war und das sowieso nur rot oder gelb zeigen kann. Nicht rot oder gelb. Das kann natürlich nur rot oder grün zeigen. Also Fahrt oder eben Halt. Brauchen wir da jetzt auch nicht von so einem großen Sicherheitsbedenken ausgehen. Natürlich müssten wir ihn echt anhalten, logisch. Und das Ganze auch dem Fahrdienstleiter melden. Aber hier vorne haben wir jetzt sowieso Halt vor der Nase. Und da räumen wir hier noch ganz gemütlich bis an das Hauptsignal ran. Also klar, das Vorgehen in echt ist hier natürlich ein anderes. Da sollte in der Regel auch ein Hauptsignal nicht ausfallen. Oder jedenfalls nicht einfach so. Und wenn, würden in der Regel auch die Vorsignalisierungen schon auf Halt erwarten stehen. Damit es da eben nicht zu Problemen kommt. So, aber wir haben jetzt hier ganz deutlich Signalbegriffe, die wir eben, wahrnehmen können. Wo wir sagen können, hey, die Zugfahrt geht weiter sicher vonstatten. Und hier würde uns jetzt eben der nächste Block als freigemeldet. Der übernächste, offensichtlich nicht, weil wir eben wieder Halt zu erwarten haben. Und dann geht es hier für uns langsam weiter. Mit so ungefähr 40, 50 Sachen. Da müssen wir dann gleich nur aufpassen, wenn wir eben am nächsten Hauptsignal sind. Weil dort könnte ein aktiver 500 Hertz Gleismagnet liegen. Und da wäre ich gerne unter 65 bzw. unter 45. Dass wir da eben keine Probleme bekommen. Die Überwachung, die fungiert jetzt sowieso von 165 bzw. 160 auf 85 runter. Der 1000 Hertz Leuchtmelder ist aktiv, die 85 blinkt. Und das Bremsvermögen des Zuges ist sowieso wunderbar. Nochmal Zwischensignale. Oder? Ein Vorsignal wiederhole wahrscheinlich. Aber der scheint auch für die andere Fahrtrichtung zu sein. Dort vorne sehe ich schon was Grünes durchblitzen. Ja, jetzt kann ich es einwandfrei als grün wahrnehmen. Dann können wir uns schon mal befreien. Da ist auch keine Geschwindigkeitsrestriktion oder irgendwas angeschrieben. Dann können wir beschleunigen. So, ich möchte jetzt noch einmal bitte ganz kurz in den virtuellen Fahrplan hier reingucken. Da sind immer noch die 160 eingetragen, sehr gut. Und dann geht's weiter. Voller Kraft voraus. So, aber wenn wir gerade eben schon Halt erwarten hatten, beziehungsweise einen Halt vor der Nase, dann spricht das eigentlich ziemlich stark dafür, dass wir wahrscheinlich auch im nächsten Signalblock wieder ausgebremst werden. Deswegen lohnt es sich eigentlich nicht, mit voller Zugkraft zu beschleunigen. Da ich aber nicht weiß, was sich TSW 3 hier vielleicht wieder gedacht hat, werde ich trotzdem mal volle Kraft aufschalten und auf 160 beschleunigen. Das Vorsignal spricht eigentlich auch dafür, dass wir hier mit VMAX weiterfahren können. Ja, mal gucken. Weil in TSW 3 ist es nicht immer so ganz logisch, wie die Signale schalten.
Es muss nicht zwangsläufig ein Zug in dem Block sein, sondern es ist eben auch möglich, dass da einfach ein Halt zum Beispiel eingearbeitet ist und dass man dann eben deswegen anhalten muss. So, die 160 haben wir gleich wieder drauf auf dem Tacho. Dann kommen da Vorsignale. Ah, alles gut, okay. Geht schön weiter mit VR1. Alles kein Problem. Ja, ganz kurz vielleicht nochmal zu der Thematik mit dem Signalausfall gerade eben. Das ist natürlich ein falsches Signalbild in dem Sinne. Ich dachte, das geht mit der Geschwindigkeit auch noch runter. Nee. Ist natürlich ein gestörtes Signalbild. Na, da vorne geht es wirklich mit der Geschwindigkeit runter. Und in dem Fall können wir das eben nicht wirklich auswerten. In der Simulation kann man aber sagen, hey, hier, das ist sowieso ein Blocksignal. Also sprich, das kann nur Fahrt oder Halt anzeigen. Und da die Vorsignale jetzt auf Fahrt gestanden haben, ist das eigentlich kein Problem. Und wir können hier zumindest im Simulator einfach weiterfahren. In Natura sollte man die entsprechende Meldung an den Fahrdienstleiter rausgeben. Und ja, eben trotzdem anhalten. Einfach aus dem Grund, es kann natürlich auch ein Signal sein, was man zum Beispiel, ja, aus was weiß ich für Gründen vergessen hat abzudecken. Dort kann irgendwas, also, ich meine klar, selbst wenn es ein Blocksignal ist und was wirklich nur Halt oder Fahrt zeigen kann, könnte man natürlich sagen, hey, man fährt einfach weiter, ist aber trotzdem nicht richtig. Dann anhalten, stehen bleiben, Kontakt mit der Fahrdienstleitung aufnehmen und da immer zur richtigen oder zur sicheren Seite gehen natürlich, ne? Weil wer weiß, vielleicht haben die einfach die Kennzeichnung fürs Mehrabschnittssignal vergessen und haben das über die Nacht in ein Mehrabschnittssignal umgebaut, was weiß ich, mit entsprechend einer LED-Optik, wo eben nur noch ja, ein Leuchtmelder benötigt wird, um eben Fahrt, Halt, Halt erwarten zu signalisieren. Kann alles sein. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, das dann ja, herauszufinden, sondern wir gehen zur sicheren Seite und halten den Zug dann an. So, 100, dann kommt da noch eine LF6-Tafel hinterher. Mit 100, da bremsen wir gemütlich rein. Am besten so, dass der GPA uns nichts anhaben kann. Und dann kommt ja auch gleich schon Essen. Also sowohl mein Mittagessen als auch der Bahnhof. Genau, und da sehen wir auch wieder richtig schön markant für den Ruhrpott, dass wir die Signale im Blockabstand schalten. Der Bahnhof liegt sowieso vor uns. Na, ich wollte auf die 100. So. Und dann bremsen wir hier rein. Ja, das Bremsvermögen des Zuges ist wirklich wunderbar. Auch wenn hier die Trassierung ein bisschen komisch ist. Ich kann gar nicht fassen, dass es für 100 sein soll, okay. So, mal gucken, ob uns die Markierungen wirklich bis zum Ende des Bahnsteigs führen, beziehungsweise bis unmittelbar vor das Signal, oder ob das wieder irgendwo ist, der optimale Haltepunkt, laut Spiel. Und wirklich, das ist wieder das richtige Positivbeispiel für Transomworld 3, was man hier beim ICE1 gemacht hat. Die Bremsansteuerung, die ist so wunderschön, zumindest über die Tastatur lässt sie sich extrem gut bedienen. Und da kann man eben eigentlich auch punktgenau anhalten. Ja, ich hätte jetzt noch ein Stückchen weiter vorfahren können, aber das passt so. Und dann in Fahrtrichtung links die Türen einmal freigeben. Genau, wir stehen auch wunderbar hier am Bahnsteig dran, das passt so. Die Länge ist optimal ausgereizt. Ja, das ist eben wirklich wunderbar von der Bremsansteuerung, weil hier, wir können so schön fein mit der Bremse agieren. Es gibt da keine Rastungslücken oder irgendwas drin, was Probleme verursacht. Wir können die Bremse wirklich mit der Tastatur ohne Probleme auslösen. Alles perfekt.
Das ist wirklich optimal, muss ich einfach sagen. Und da kann sich ja das Entwicklerteam zumindest vom IC1 wirklich glücklich schätzen, dass sie das so schön umgesetzt haben. Die Bremsungen funktionieren relativ problemlos. Wir haben auch da keine, ich sag mal, heftigen Bremslücken oder irgendwas drin. Also sprich Positionen, wo eben plötzlich der Zug extrem stark bremst oder wo er fast gar nicht bremst, sondern es ist wirklich ziemlich nah an das angelehnt, was der IC1 in echt an Bremsvermögen hat. Und das ist einfach, es ist einfach wirklich schön zu fahren hier in der Simulation. Ein Fahrzeug, was mir zumindest in TSW 3 wahrscheinlich niemals die Freude rauben wird. Klar, er hat auch so seine Problemchen, der Zug. Kann ich vollkommen nachvollziehen, ist kein Problem. Keines der Fahrzeuge ist hundertprozentig perfekt. Und jetzt habe ich, glaube ich, die Leistung nicht richtig vorgetastet. So, kurz in die Min-Position, Luft aufholen lassen. Dann ordentlich Zugkraft eingeben. Und dann passiert das auch wunderbar. Zum Beispiel hier dieses Geflackere. Das hast du beim echten IC1, wenn er funktioniert, normalerweise nicht. Das sollte so nicht auftreten. Dass er mir auch gerade Leistung aufschaltet und ja, sieht in echt ein bisschen anders aus, aber hey, das Fahrzeug lässt sich trotzdem gut fahren. Das ist kein Problem. Wirklich alles in Ordnung. Also, es ist einfach ein Fahrzeug und das muss ich jetzt wirklich einfach mal so lobend sagen, weil wir hatten so viele Fahrten davor in TSW 3, wo wir eben auch Fahrzeuge hatten, wo das nicht der Fall war, wo eben wirklich alles schiefgegangen ist, wo sich Federspeicherbremsen nicht haben lösen lassen, wo Lokomotiven Bremsungen einfach so ausgeführt haben, wo die PZB fehlerhaft war, etc. Und den IC1, den kann man jetzt wirklich so ein bisschen als die Sternschnuppe am Himmel, sage ich jetzt mal, darstellen in der Simulation. Er funktioniert echt schön und ja, ich bin einfach vollkommen zufrieden mit diesem Fahrzeug. Wirklich. Top, was DTG da auf die Beine gestellt hat. Im Gegensatz zu dem, was man da ja, sonst manchmal geliefert bekommt. So, die 100 haben wir gleich auf dem Tacho. Leistung nehmen wir schon mal manuell etwas zurück. Dann geht es auf 130 hoch. Und dann auf 160. Perfekt. Besser kann es gar nicht laufen. So, Fahrt. Und dann Duisburg Hauptbahnhof in 15 Kilometern. Genau, und ab da wird uns dann der Kollege ablösen und den Zug weiter übernehmen bis nach Stuttgart. An der Stelle auch noch der Hinweis: Das Szenario ist von Tom Frasco, ist wieder mal echt wunderschön, sowohl was den KI-Verkehr angeht, als auch mal die Strecke. Dass wir eben mal nicht nur, ich sag mal, München-Augsburg haben, wo wir den ICE fahren, beziehungsweise, na gut, auf Köln-Aachen sind wir den noch gar nicht gefahren, ne? Aber eben, dass es nicht nur die Standard-Hochgeschwindigkeitsstrecken sind wie Würzburg-Kassel oder ja, Köln-Aachen hatte ich schon genannt, München-Augsburg, sondern dass man auch einfach die Nicht-Hochgeschwindigkeitsstrecken, die Altbaustrecken, die normalen Strecken einfach mit einbindet und hier auch ECE-Szenarien zur Verfügung stellt. Gefällt mir wirklich sehr gut. So, jetzt brauchen wir hier aber noch ein bisschen mehr Zugkraft. So, die 160 sind erreicht. Sehr schön. Wir haben ja auch die typische Renngerade wieder. Geradeaus. Vier Gleise nebeneinander. Ich nehme jetzt mal an, dass es sich um zwei unabhängige Strecken handelt. Mit jeweils zwei Gleisen. Soll dabei ich aus der Logik heraussprechen, dass bei vier Gleisen und ja, dass es sich da eigentlich nur um zwei zweigleisige Strecken handeln könnte, wenn es denn so ist, dass es unabhängige Strecken sind. So, nehmen wir die Leistung raus. Auf 130 einmal runter. Wir bremsen schön rein. Ja, also er geht auch direkt mit der Luft hier rein. Zu weit runtergebremst. Ist nicht schlimm, sind nur 10 km pro Stunde.
die wir da wieder aufholen müssen. Achso, und hatte ich auch nicht gesagt, während der Fahrt brauchst du nicht extra in diese Vortragsstellung gehen, in die Fahrtstellung mit dem Zugkraftsteller, sondern du kannst halt wirklich direkt die Leistung aufschalten, die du haben möchtest. Das wird nur am Anfang, wir werden ein bisschen zu schnell, wird nur am Anfang gemacht. Ja, normalerweise bremse ich nicht gerne mit AFB, aber das scheint hier die einzige Möglichkeit zu sein, wie der allein die E-Bremse ansteuert. Und dann geht es einmal auf 100 noch runter. Perfekt. Beim GPU hatten wir die 100 drauf. Also annähernd. Die Einfahrt ist auch frei. Fahrt erwarten. Alles wunderbar. Ey, das macht noch viel mehr Spaß, wenn einfach mal ein Szenario da ist und ein Fahrzeug, bei dem alles funktioniert. Das ist unglaublich, dass man das eigentlich schon so sagen muss, aber ja, es ist halt wirklich so. Ah, der Kollege muss hier anhalten. Wir nicht. Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn jetzt eigentlich genau? Wir sind noch nicht in Duisburg, oder? Nee, genau, es ist Mülheim an der Ruhr. Mülheim an der Ruhr. So, bestimmt Fahrt für uns. Ja. Ja, da muss aber auch mal DB-Netz ran zum Grünverschnitt. Das Signal sieht man so spät. Verdeckt im ungünstigsten Fall der Baum die Sicht. Also man muss jetzt deswegen nicht den ganzen Baum fällen, aber einfach das so ein bisschen freischneiden, dass da einfach das Sichtfeld wieder freier wird. So, ich nehme die Zugkraft mal raus, wir gehen auf 150 hoch. Da lässt er zumindest schon mal die E-Bremskraft abfallen. Genau, und dann können wir Leistung reintasten und weiter geht's. Also irgendwie will der so. Ja, also das Reinfummeln mit der AFB, das ist noch ein bisschen schwierig. Oder was heißt schwierig? Gestaltet sich halt als eine Präzisionsarbeit. In echt ist das auch wieder ein bisschen anders, weil du da so schöne Raststellungen hast, die du vorwählen kannst. Beziehungsweise erstmal den, ja, wenn du eben den AFB-V-Sollsteller entsperrst, kannst du halt erstmal frei hin und her bewegen. Du kannst dann aber die Rastung zurückschnippen lassen und kannst ja stufenweise den AFB-V-Sollsteller zurückstellen, bis du die entsprechende Zielgeschwindigkeit hast, wo du hin möchtest. Und ja, drückst dann eben so ein bisschen nach und guckst vor allem auch, dass die Geschwindigkeit hier unten mit drin steht, bei der AFB-Geschwindigkeit, die angezeigt wird. Nicht nur, dass die Tachonadel da oben, also das Viereck, dass es da ist, wo es sein soll, weil das kann auch manchmal so ein bisschen Abweichungen haben. Aber die Anzeige, die dann unten drin steht, die ist eben genau. So, ein grünes Lämpchen. Perfekt. Und dann lunzen wir mal ganz kurz. 4,7 Kilometer haben wir noch. Ich würde eigentlich ganz gerne mal noch in den Zug hinten reingucken. Das machen wir dann aber am besten, wenn wir angekommen sind. Sowieso, weil wir da jetzt einen Pfeil oben drüber haben. Ja, ist auch eine gute Frage. Wir bremsen mal rein. Ich weiß nicht, wo uns der Fahrweg jetzt gleich lang führt. Ja, wir müssen sowieso gleich anhalten, ne? Machen wir das mal so. Ja, und da passt das doch. Ja, vor allem, das wären ja sowieso, also 140, also ob wir jetzt... Naja, okay. Ob wir jetzt denn auf die 100 sogar 100 bremsen müssen und das durch Signal angezeigt bekommen, oder... Naja, gut. Aber mich würde mal interessieren, ob der Pfeil wirklich an der Stelle im Schienennetz oben drüber ist. Weil meiner Meinung nach hat er da jetzt eigentlich nichts zu suchen. Also es wäre problemlos auch so signalisierbar.
So, dann 100 erwarten. Normalerweise müssen wir es nicht quittieren. Aber mir ist es lieber, wenn wir es doch machen. Wer weiß, was die Strecke vielleicht für Problemchen hat. Aber auch das hat der Simulator hier vollkommen richtig umgesetzt bekommen. Also sehr schön. Ich bin gerade echt von Transom World 3 beeindruckt. Beziehungsweise von der Strecke. So, ich weiß, die 100 sind gerade nicht ganz korrekt eingestellt, aber wir bremsen sowieso weiter runter. Und zwar sogar auf Halt. Echt so schön. Da macht das Fahren unglaublich viel Spaß. Am liebsten würde ich jetzt gleich noch eine Runde hinten dranhängen und nochmal zurückbrausen. Ich glaube, das mache ich auch. Das Video bekommt ihr dann zwar erst beim nächsten Mal irgendwie mit reingespielt, aber ich werde jetzt direkt noch die Runde zurückfahren mit dem ICE und dann kannst du dich da auch auf jeden Fall schon auf ein Video freuen. Nicht wundern, das wird nicht direkt hintereinander kommen. Da wird ein etwas größerer Abstand drin sein. Aber das macht gerade einfach richtig Spaß. Also ICE 1 auf einer Altbaustrecke fahren, das ist cool. Und so fährt man ja auch, ich sag mal, überwiegend mit den Zügen durch Deutschland. Man ist ja nicht nur auf Neubaustrecken, Hochgeschwindigkeitsstrecken unterwegs, sondern ja, da zeichnet sich eben auch die Vielfältigkeit des Netzes durch viele Altbaustrecken aus, durch Strecken, wo man eben auch mal langsamer fahren muss. Oh, dann bekommen wir hier direkt ein Lichtsperrsignal reingestellt. Ja, für die Abschnittsunterteilung. Aber da es eben auch auf Augenhöhe ist, ist das kein Problem. So, wir fahren etwas näher ran, bis an die Harttafel. Ja, ist jetzt zwar etwas sehr langsam, aber wir passen da eigentlich ohne Probleme rein. Deswegen ziehen wir jetzt mal am Führerbremsventil, bringen den Zug zum Stehen und dann passt das wunderbar. Ganz kurz vielleicht noch für diejenigen, die sich gewundert haben, wieso hier oben eigentlich so ein Knöpfchen drauf ist. Ich weiß gar nicht, ob das auch funktionsfähig ist in Transom World 3, aber scheinbar nicht. Damit kann man in echt eigentlich die E-Bremse nochmal entkuppeln, dass man hier quasi die Bremswirkung am Führerbremsventil nochmal umschaltet. Für diejenigen, die es eben interessiert. So, reingebremst haben wir. Dann können wir das eigentlich alles erstmal so lassen. Wir steigen an der Stelle aus. Ich hatte es versprochen, ich möchte noch ganz kurz hinten in... Ja, erstmal können wir ganz kurz in den Maschinenraum reingucken. Den hatte ich eigentlich auch schon öfters gezeigt. Beziehungsweise da könnte ich euch eigentlich mal... Ja, auch vielleicht eine Aufnahme aus der Realität zeigen. Die ist da, glaube ich, eigentlich schöner. Weil hier ist jetzt vieles einfach nur, ja, grau ausmodelliert. Hier haben wir unser Bremsgerüst. Und ja, eben diverse Teile für die Maschine. Hier vorne sind unsere Türen. Und ja gut, ist jetzt hier nichts wirklich, was wir bedienen können. So, machen wir mal das Türchen hinter uns zu. Nein, ich wollte nicht einsteigen, ich wollte aussteigen. So. Jetzt Türe zu. Und dann gucken wir mal ganz kurz hinten rein in die Wagen. Wir hätten eigentlich auch direkt durchgehen können, ne? Ja, eigentlich ist die Tür... Na gut. Also normalerweise siehst du hier, ob eben die Tür abgesperrt ist, beziehungsweise ob sie offen ist. Und natürlich hast du hier auch nochmal diese Sicherungsbügel, die du da, zack, mit reinmachen kannst. Unter anderem dann, wenn eben der Triebkopf alleine überführt wird, dann sind die von Bedeutung. So, das Türchen mach mal zu. Ja gut... Ja, dadurch, dass ich jetzt die eine Tür schließe, haben wir so ein kleines Problemchen, weil dann wird sich das Spiel wahrscheinlich hier als fertig melden. Aber so ungefähr schaut es hier im ICE 1 aus. Und sehr schön, der Simulator blockiert nicht automatisch, wenn eine Tür geschlossen ist. Sehr gut. Genau, zweite Klasseabteil. Ja, teilweise finden wir es dann sogar noch vor, dass hier so ein kleiner Spiegel drin hängt. Sogar noch mit dem Logo von der Deutschen Bundesbahn. Das finde ich immer richtig schön. Mal gucken, ob wir hier so einen Abteil noch finden. Ah, scheinbar nicht. Das ist hier wirklich schon ein komplett modernisierter ICE 1. Ja, mit Ruhebereich. Ja, also auch wirklich der Zug, der ist echt schön geworden.
von der Gestaltung her. Und naja, das wäre es für heute gewesen. Wir sind angekommen, der Kollege übernimmt den Zug und von Duisburg aus geht es dann wahrscheinlich einmal noch nach Bochum zurück, allerdings in einer anderen Folge. Und wenn dir die Fahrt gefallen hat, zeig mir das gerne mit einem Däumchen nach oben, einem Kommentar unter dem Video und liken, teilen, abonnieren natürlich nicht vergessen. In dem Sinne verabschiede ich mich, wünsche allseits gute Fahrt und damit bis zum nächsten Mal.